Absolut nichts, was man auf diesem Planeten machen kann, ist vergleichbar mit dem Gefühl, das einem beim Tauchen überkommt. Und auch wenn der Typ da in diesem Video ich selbst bin, muss ich ganz klar sagen, solche Bilder kennt man zur Genüge aus Dokumentationen auf Netflix und Co. Um also wirklich zu verstehen, was hier unter Wasser abgeht und um dir eine Vorstellung von eben genau diesem Gefühl mitgeben zu können, möchte ich ganz vorne anfangen, und zwar bei dem Schritt, den jeder Taucher erstmal absolvieren muss, nämlich dem Tauchschein. Und für dieses Vorhaben konnte ich mir keinen besseren Ort aussuchen als die Philippinen. Und wenn mit dem Tauchschein alles gut klappen sollte, werde ich da hinten an dieser kleinen Insel eins der besten Riffe der Welt sehen dürfen. Nate-Drop. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit Manuel, den ihr aus dem letzten Video schon kennt. Bei uns ist es noch einige Tage vorher, muss man sagen, denn das künstliche Riff ist noch nicht zu Wasser gelassen. Wir sind heute wieder auf den Philippinen. Wir sind nicht zum Urlaub machen hier und zum Entspannen hier, wie der ein oder andere vielleicht denken mag, sondern hier wird gearbeitet. Wir machen heute den Tauchschein für mich, ja. Weil ihr habt mich ja auch schon tauchen sehen in den Videos. Das muss ja auch irgendwie mal zu Papier gebracht werden. Das Ganze muss ja auch legal sein. Auch hier darf man nicht einfach ins Wasser springen mit dem Tauchgerät. Wie ist so ein Tauchkurs aufgebaut? Auf was muss man sich einstellen? Also Tauchkurs ist eigentlich so, ihr habt ja schon die Online-Theorie ein bisschen gemacht, ne? Die App kennt ihr ja schon, ich erkläre es euch aber dann einfach nochmal, auf was es ankommt. Dann geht es eigentlich schon ein bisschen ans Gerät zusammenbauen, dann geht man schon mal in den Flachbereich von einem Pool, fängt man an ganz langsam überhaupt erstmal mit Atemregler, wie funktioniert das ganze System, was ist überhaupt in dem Tank drin. Ne? Viele denken immer Sauerstoff, aber ist es nicht, das ist ganz normale Luft, wie wir hier atmen. Einfach mit 200 Bar in den Tank gedrückt, fängt an mit leicht Maske ausblasen, wenn nur ein bisschen Wasser drin ist, zu komplett Maske fluten, ausblasen. Geht dann über mehrere Tage, ne? Baut sich nacheinander ein bisschen auf, dauert so drei, vier, beginnt im Pool und wir gehen nicht direkt ins Meer. Genau. Okay. Wenn wir heute noch zweimal im Pool sind und dann können wir morgen schon ins Meer. Den machen wir jetzt. Und dann kannst du halt weitermachen mit Advanced Training oder kannst halt hier schon rüber Diver Stress Rescue, das sind dann Specialty-Programme. Irgendwann geht's halt, ne? Extended Range. Ist hier dann Tiefsee. Bis zu den Profis. Wo bist du jetzt zu Hause? Das ist Werner auf jeden Fall, glaube ich. Hier bin ich. Ach, Instructor-Programm. Advanced Open Water Instructor. Ach so, das ist dann hier quasi. Genau, das ist dann die Profis, das fängt dann ab Dive Master an. Ne? Und hier beim normalen, also beim Recreational Sporttauchen, geht's bis Dive Guide. Ich weiß ja nicht, wie eure Schulzeit aussah, aber hier, du, da lerne ich ja schon fast gerne. Perfekte Klassenzimmer. Also das ist das perfekte Klassenzimmer. Ich kann es nicht abwarten, hier reinzuspringen. Deswegen lass uns bitte schnellstmöglich die Theorie durchgehen. Ja. Aber natürlich, ohne das jetzt irgendwie runterzuspielen, die Theorie ist ja die Basis, die muss sitzen, weil sonst wird es gefährlich. Genau. Wir haben zum Beispiel ja natürlich Druckunterschiede im Wasser. Kennt man ja irgendwo auch aus dem Aquarium. Ich war ja früher selbst lange Zeit Aquarianer. Wenn mal so eine Silikonnaht aufplatzt durch den Wasserdruck, läuft das aus. Ich hoffe, du kennst diese Situation nicht als ehemaliger Aquarianer. Kenne ich zu gut, aber meine Wohnung war immer zum Glück gut gefliest und alles gut gegangen. Wir haben hier an der Atmosphäre ein Bar Druck. Und je 10 Meter Wassertiefe, die wir dazu bekommen, haben wir nochmal einen weiteren Bar. Einen weiteren Bar, genau. Das steht alles in der Theorie. Ne? Das lernt man ja alles schon im Voraus vom Kurs. Wenn wir jetzt auf 20 Meter gehen und den atmosphärischen, oder 20 Meter, 18 Meter ist unsere Grenze beim OBD, die wir gehen dürfen. Also aber zum Rechnen machen wir auch nicht unter die 18 Meter Grenze. Genau, genau. Okay. Mit dem Open Water Diver ist eben 18 Meter die maximale Grenze, die du dann tauchen darfst. Aber wir rechnen es mal mit 20 Meter. Plus der atmosphärische Druck wäre dann ein Gesamtdruck von, oder ein absoluter Druck. Wenn wir bei 0 Meter 1 Bar haben, bei 10 Meter haben wir 2 Bar, haben wir bei 20 Meter 3 Bar. Genau, ne? Das ist halt wichtig zu verstehen, weil wir haben natürlich luftgefüllte Hohlräume in unseren Nebenhöhlen, Stirnhöhlen, in der Lunge. Und da müssen wir halt verstehen, was passiert mit unserem Körper. Wenn wir jetzt abtauchen, ist es gut zum Beispiel, wenn man direkt beim Abtauchen schon mal einen Druckausgleich macht. Das kennst du aus dem Flugzeug, ne? Wenn du startest oder landest, kriegst du auch Druck auf die Ohren. Ja. Da hilft Gähnen,
Das wäre beim Tauchen schwierig, weil da fällt ja der Atemregler aus dem Mund. Ne? Deswegen machen wir die Vasalva-Methode. Das heißt, du hältst einfach die Nase zu, atmest durch den Mund ein und machst mal gegen die Nase ganz leicht ausatmen. Kannst du einfach mal probieren. Ne? Und dann knackt es in den Ohren, Trommelfell geht rein, wenn Druck ist. Und wenn du den Druckausgleich machst, kommt das wieder raus. Ja, wir gucken jetzt einfach mal im Kompressorraum. Ne? Da werden die Tanks gefüllt mit der Atemluft, die wir dann im Tank haben. Da wird jetzt die Umgebungsluft gereinigt, gefiltert, komprimiert und in die Tanks abgefüllt mit 200 Bar. Also es ist 200 Mal so viel Druck, den wir hier haben. Wie viele Flaschen füllt ihr ungefähr, wenn High Season ist, am Tag ab? Also 50 bis 100 Flaschen in der High Season füllen, ne? Je nachdem, wie viele Taucher halt da sind. Geht schon, aber da läuft der Kompressor dann auch so 5, 6, 7 Stunden am Tag. Wir sind jetzt hier in der Basis. Ne? Da seht ihr unser Office oder unseren Tauchshop. Hinten sind dann die Tanks gelagert. Ich habe jetzt die zwei für uns jetzt schon mal raus. Ne? Also wir werden mit diesen zwei Tanks gleich ins Wasser gehen. Genau. Das Equipment deins haben wir ja schon rausgesucht. Ich war auch so frei und habe mein Schnorchelzeug schon mal hier bei euch geparkt gestern. Ja, genau. Zum Tauchen brauchen wir einmal Jacket, Tarierweste oder auch BCD, Buoyancy Control Device, abgekürzt BCD. Da kommt der Tank dran hinten, nochmal gesichert. Dann haben wir den Inflator-Schlauch, da kommt dann ein Schlauch dran und dann kann man das Jacket eben aufblasen oder die Luft rauslassen und damit kann man die Tarierung ein bisschen einstellen. Also wenn ich quasi unter Wasser nach oben oder nach unten will, dann steuere ich das über das Jacket? Jein. Kann man auch ein bisschen mit Luft und also mit Atmung und Lunge machen. Da machen wir eben auch Übungen dafür im Pool und dann auch im Meer, dass du einfach das Freischweben merkst. Man muss so eine Grundtarierung machen mit dem Jacket. Und die Feintarierung kann man mit der Lunge machen. Das wird jetzt nicht von Anfang an 100% funktionieren. Na, da wirst du mehr mit dem Jacket machen, da wirst du auch merken, du lässt viel Luft rein, raus, verschwendest da die Luft mehr oder weniger. Und ich lasse halt einmal kurz Luft rein und mache dann alles andere beim ganzen Tauchgang mit der Lunge. Wenn die auftauchen wollen, machen die Luft rein, ist aber eigentlich das Falsche. Wir kriegen ja die Luft beim Auftauchen automatisch dazu durch den abnehmenden Druck. Und lassen dann eher was raus. Ne? Also wenn man auftaucht, lässt man Luft raus, lustigerweise. Genau. Dann haben wir noch deinen Atemregler. Da ist immer eine Nummer drauf, auch beim Jacket ist immer alles nummeriert bei Leihequipment. Das ist jetzt die ganze Zeit, in der du da bist, für einen Kurs oder auch danach für die Tauchgänge, dann einfach die ganze Zeit dein Equipment. Okay. Hat auch ein bisschen hygienischen Aspekt. Wir haben gestern, wie ich euch die Leihausrüstung gegeben habe, ein neues Mundstück drauf gemacht. Das darfst du dann auch behalten nach dem Kurs. Das nimmst du mit, ist dann Dank. Dein angelutschtes Schnüffelstück. Echt nett. Flasche, Jacket, Atemregler. Ja, mach mal. Hast du im Naturkundemuseum zusammengebaut? Nein, oder? Das hat der alles da Hannes gemacht. Ja. Aber ich habe es ja früher schon mal gemacht. Ich habe ja einen halben Tauchschein. Also bist du jetzt nicht ganz am Anfang. Ne? Das ist schon mal gut. Das macht es ganz ein bisschen einfacher. Zum Ersten haben wir da den Flaschengurt. Ne? Das ist das Wichtigste, was den Tank festhält. Und wichtig ist oben, das ist ein Flaschensicherungsgurt. Sollte das mal nicht wirklich fest sein und der Tank rutscht durch, ne? Dann fällt der nach unten weg, dann würde das, wenn der Atemregler dran ist, nochmal festhalten. Könnte dann ungemütlich werden, weil du so... Das könnte ungemütlich werden und wenn du gerade zum Tauchplatz läufst, wir müssen ja auch so 20 Meter bis ans Meer laufen, und wenn der Tank hinten durchrauscht und auf die Ferse hinten fällt, guck mal hier, dass wir eine Höhe haben, dass das parallel ist. Ah, das ist wichtig. Also genau, die Höhe muss quasi... Genau. Die Rückenplatte, da sieht man es ein bisschen. Und das Ventil, das ist jetzt ein bisschen abgeknickt. Wichtig ist aber die Fläche hier vorne, wo die erste Stufe dann draufkommt. Und die Rückenplatte, dass das so in einer Linie halbwegs parallel ist. Und kannst dann mit einem längeren Hebel das ganze Paket ein bisschen fest einfach zuziehen. Das Flaschenventil muss immer die Öffnung, wo die Luft rauskommt, immer Richtung Jacket zeigen. Ja. So. Wir befreien das mal von Ameisen hier. Zack. Wir haben dann die sogenannten Int-Anschlüsse. Das heißt, da gibt es so einen Bügel, der über den Tank geht. Da hinten ist eine Schraube drin. Die kommt dann hier, ist so eine Aussparung, so eine Nut. Da setzt sich diese Spitze, der Dorn, dann rein. Und da kann man dann eben festdrehen. Und diese Fläche hier, die drückt hier drin auf den O-Ring. Die 200 Bar gehen dann hier rein. Wird in dem silbernen Teil, das ist die erste Stufe, wird reduziert auf den Mitteldruck. Der ist je Hersteller so zwischen 8 und 10 Bar. Der eine Schlauch, wo wir die Anzeige stehen mit dem Finimeter, ne, wo wir sehen, wie voll der Tank noch ist, geht es direkt durch mit dem vollen Flaschendruck.
Mhm. Also dass wir sehen, wie viel Luft ist noch, wie viel Druck ist noch in der Flasche. Wenn wir tauchen, gehen die Membrane, die reduziert den Druck dann weiter auf den Umgebungsdruck, beziehungsweise so, dass wir dann immer möglichst gleichmäßig atmen. Dann haben wir den Inflator-Schlauch. Der kommt hier vorne drauf. Na, du langst schon immer ans Richtige hin. Ne? Ja, 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 ich habe es ja schon mal gesehen. Ja. Das ist eine Schnellkupplung. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht beim Aquarium auch irgendwo hat, aber Pressluftleitung oder sowas ist irgendwie. Nein. Da gibt es so einen Ring, den kann man einfach hinterziehen. Na, da ist dann so Kugel drin, die sperren das dann, wenn es drauf ist. Dann wird das einfach hier vorne auf den Konnektor gesteckt, der Ring wieder nach vorne und dann ist das fest drin. Ne? Es ist ja schon witzig, dass man mit so einem Ding jetzt unter Wasser geht und einfach atmen kann. Auf 10 Meter, auf 15 Meter, auf 20 Meter. Ja. Es ist schon für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, so wie du, ist das verrückt. Man kann mal Fische auf Augenhöhe sehen, ohne Glas dazwischen. Das ist geil. Ja gut, die Maske ist auch wieder Glas, aber... Ne? Man kann die Maske ja ausziehen. Man kann die Fische nehmen. Aber krass. So, das wäre jetzt ein Reserve-Atemregler, der ist immer gelb gekennzeichnet. Ach, du hast immer zwei Atemregler. Quasi, wenn einer nicht funktioniert oder wenn jemand anderes Luft braucht. Ja. Das ist genau das gleiche Teil. Der eine hat einen längeren Schlauch, der gelbe, ne, weil den gibst du im Zweifelsfall deinem Buddy und den behältst du selbst. So eine Tasche können wir dann reinstecken, ne, und dann ist der an seinem Platz. Und wenn du jetzt weißt, dein Buddy zeigt dir keine Luft mehr, dann langst du rechts hin an die Tasche, ne, hast den Atemregler und ziehst den einfach raus. Okay. Ne. Dann haben wir unseren Hauptatemregler. Wichtig dabei ist dann zu beachten, wenn du den dann in den Mund nimmst, die Blasenabweiser immer unten, Mundstück immer nach oben. Okay. Ja, also dass der so rum ist. Sonst hast dass man irgendwie, wenn er dann eben von links kommt, wäre es so rum, ne, und dann wäre es einfach falsch. Okay. Dann drehen wir den. Dann sehen wir jetzt wahrscheinlich hier 200 Bar oder knapp 200 Bar. Genau. Wie lange würdest du sagen, reichen 200 Bar zum Tauchen? Eine Stunde, zwei Stunden, 20 Minuten? Kommt drauf an. Ne? Wer taucht? Luftverbrauch, wer taucht, wie viel du atmest. Wahrscheinlich, wenn ich die ganzen Viecher sehe, ist gleich... Ja, dann ist eher Hyperventilation. Dann gesagt, wahrscheinlich. Genau, nee, aber grundsätzlich ist so, das ist von vielen Faktoren abhängig. Ne? Einmal durch die Tiefe, das heißt, wenn du jetzt mit einem Atemzug einen halben Liter einatmest an der Oberfläche, der halbe Liter weg, bist du auf 10 Meter, aber doppelter Druck. Das heißt, ich brauche einen Liter schon pro Atemzug. Grob. Ne? Ich weiß jetzt nicht wie genau das Litervolumen, wie viel man atmet. Ja, ja. Aber dieses Verhältnis. Verstehe. Das heißt, wenn du 30, 40 Meter Tauchgänge, vielleicht irgendwann mal später, wenn du weitermachst mit dem Advanced-Kurs, dann brauchst du da unten wesentlich mehr Luft. Bei 18 Meter mal davon ausgehen, dass wir bleiben, da kannst du, denke ich, am Ende vom Kurs schon, könnte man an die Stunde rankommen in dem Bereich, wenn du dich mit der Atmung einfach kontrollierst. Ich meine, du warst ja jetzt schon ein bisschen tauchen, ne? Du bist ja nicht ganz der Anfänger. Dann habe ich gelernt, die Dinger... Die ziehen quasi die gesamte Luft aus dem Jacket raus. Die hat man auch vorne und hinten. Das sind die Schnellablässe. Man hat zum einen halt den Deflator-Hose. Wenn man den jetzt hochnimmt, drückt vorne auf den Deflator, da kommt langsam die Luft raus. Ja. Ja, das kann man ein bisschen besser kontrollieren beim Abtauchen. Wenn man jetzt den Schnellablass zieht, und da sackst du dann halt schon ziemlich ab. Und wir brauchen natürlich Blei. Also ich muss irgendwie auch nach unten kommen. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwo im Schwimmbad oder vielleicht auch im Meer unterwegs seid und ihr verzweifelt versucht, auf den Boden zu kommen und da unten auch zu bleiben. Da gibt es jetzt einen netten Trick. Das Schöne ist, wir haben jetzt bei den Jackets auch integrierte Bleitaschen. Es gibt die Variante. Das kennen wir von Hannes auch. Das genau, da hat er, glaube ich, sogar ein ähnliches Jacket. Das schiebt sich jetzt hier in diese ganze Mulde hier ein. Da muss man gucken, jetzt hört man gleich den Klick. Ne, hast du gehört? Ja. Dann ist der arretiert. Dann kann man auch noch mal prüfen, dass das wirklich fest sitzt. Da ist es wichtig, dass man hier an der Seite zieht und nicht da. Weil, wenn wir an dem grauen Pömmel hier ziehen, das ist der Schnellabwurf. Ah, okay. Ne? Dann wenn ich da dran ziehe und lass los, dann fallen die Bleitaschen beim Tauchen quasi raus und wir haben einen positiven Auftrieb, dass man an die Oberfläche kommt. Ja, verstehe ich. Nur im Notfall. Für euch ist es 3 Sekunden später, für uns tatsächlich 2 Tage, weil uns hat ein Taifun heimgesucht. Und wir konnten nichts machen. Nichtsdestotrotz, für mich beginnt jetzt die Taucherei mit dem Equipment, genau. Mit dem Gerät im Pool. Man fühlt sich schon schwer beladen. Gute 200, Leute. Super. Ich habe so Saft. Ich habe übrigens hier einen Tauchcomputer jetzt bekommen. Wie Sie sehen Sie nichts. Der geht nämlich im Wasser erst an. Der hat Sensoren. Und der sagt uns, wie tief wir unterwegs sind. Was für Zwischenstopps wir quasi machen müssen, weil es sammelt sich ja Stickstoff im Blut an. Genau. Und auch im Gewebe, habe ich gelernt. Genau. Und das muss durch
regelmäßige Atmung auf verschiedenen Tiefen wieder ausgeatmet werden, weil es kann zu extrem negativen Nebenwirkungen führen, wenn man einfach aus 20 Metern nach oben schießt. 20 Meter können wir eh nicht machen, 18 ist die Grenze, aber aufpasse. 9 Meter pro Minute habe ich gelernt. Ja, viel Theorie schon geübt. Die Theorie wird ein Klacks für den Herrn. Ja. So, was wir jetzt machen, wenn wir am Wasser sind, ne? Immer ein bisschen so positiven Auftrieb sorgen, dass wenn man mal stolpert, dass man halt immer Auftrieb hat und an der Oberfläche bleiben will. Okay. Ein- und ausatmen. Ne? Immer nur durch den Mund. Wenn man durch diesen Atemregler atmet, ist es nicht wie wenn man einfach so Luft holt, sondern du hast so einen ganz minimalen Widerstand, den du überwinden musst. Ich glaube, wenn diese Membran aufgeht, gell? Und den musst du überwinden und dann kommt ganz normal Luft. Wie als würdest du hier atmen. Aber den Widerstand, den gibt's. Um euch das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, in unseren Poolgängen musste ich eine Vielzahl von Übungen absolvieren. Maske ausblasen, mich gescheit austarieren und den Atemregler wiedererlangen. Danach ging es endlich ins Meer und dort kam das Gleiche nochmal dran. Die schwerste Übung für mich war es, die Boje zu setzen. Das Teil ist mir echt permanent abgerauscht, aber gegen Ende hat es dann doch geklappt. So, es wird endlich mal Zeit loszulegen. Wir werden jetzt in unserer wunderschönen Bar da vorne die Prüfung schreiben. Mal gucken, ob ich gut gelernt habe. Aber manche Fragen waren schon dumm, echt. Also es geht da auch teilweise um Korallen und Meeresbiologie und die sind dann schon sehr dubios formuliert, diese Testfragen. Mit irgendwie, was war das? Koralle, auch so. Polypen genannt, bilden das Kalkskelette. Also, Korallen heißen nicht Polypen. Prüfungssituation. Manuel. Schau mal. Komm da her. Ist sie. Komm. Ne? Wie viel Zeit habe ich? Open Water Diver. Hast eigentlich eine Stunde Zeit, sind 50 Fragen. Alles Multiple Choice, nur zum Ankreuzen. Okay, ich starte los, ich will hier durch. Komm. Okay, dann viel Erfolg. Let's go. Ich will den Druck ein bisschen erhöhen. Ja, ich bleib schön mal hier sitzen jetzt. Na, wie fühlen Sie sich, Prüfling? Ja, nee. Ich kannte fast alle Fragen. Also die sind sehr, sehr, sehr App-ähnlich. Diese? Ja. Wirklich? Ja. Das ist fast dasselbe wie in der App. Ich sag's nur immer. Also wenn das in der Uni so gewesen wäre, dann wäre das ein Träumchen gewesen. Ja, naja. 100%. Herzlichen Glückwunsch. 100%. Leute. Aha. 100%. Ich hätte ja damit gerechnet, dass die Korallenfragen falsch hast. Ja, die Korallenfragen, die waren aber auch dumm formuliert. Eine Zertifikation bitte hier. Warte mal nicht so. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe einen Tauschschein. Bam! Das Ende meiner Reise stand bevor, unser künstliches Riff war bereits im Wasser und ich konnte es nicht abwarten, noch einen Tauchgang zur Insel Apo Island zu machen. Einer der Top-Tauchplätze weltweit, wenn es um Korallenriffe geht, nicht weit von unserem Resort entfernt. Und eins kann ich euch sagen, kein Video, keine Dokumentation und kein noch so gut produzierter 3D-Film geben euch auch nur den Hauch einer Ahnung, wie es sich anfühlt, im tiefen Blau über eine der schönsten Kulissen der Welt zu schweben. Umgeben von den Tieren, die ich am allermeisten liebe. Und auch wenn ich ein absoluter Befürworter der Aquaristik bin und mich echt gut mit diesen Lebensformen auskenne, so stellt das keinen Vergleich zu einem Würfel aus Glas dar. Einfach das tollste Erlebnis meines Lebens. Und damit auch ihr all das in dieser Hülle und Fülle erleben dürft, haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht, weil ich finde es enorm wichtig, dass auch neben einem Video, was immer nur einen bestimmten Teil vermitteln kann, ihr als Aquarianer selbst euch ein Bild machen könnt, wie diese Tiere leben,
wie die Habitate aufgebaut sind, all das, das wird es im Seafriendly Reef Paket geben. Das ist kein gratis Shirt oder sonst was, sondern das ist eine Tauchreise ganz speziell für Aquarianer abgestimmt. Ihr könnt zwischen zwei Varianten wählen, wenn ihr bereits Taucher seid und wenn ihr noch überhaupt gar keine Ahnung habt. Also wenn ihr quasi gerade so schwimmen könnt, das sollte schon drin sein, aber ansonsten ist es kein Problem, dass ihr euch für diesen Kurs anmeldet. Wir reden von 12 Nächten, genau hier in der Dive Society, in diesem Resort, was ihr hier jetzt kennengelernt habt. Da ist Frühstück inklusive, da ist der Transfer inklusive, da sind entweder 12 Tauchgänge mit einmal sogar Apo Island inklusive oder eben den OWD, also den Open Water Dive, den wir jetzt hier gemacht haben, den Tauchschein mit einem Spezialtauchgang, wo ihr nämlich das Sea Friendly Reef weiter bepflanzen könnt, also mit Korallen bestücken könnt. Und das ist eine, finde ich jedenfalls, total geile Möglichkeit, dem Meer was zurückzugeben. Das ist nicht umsonst, das kostet jetzt 1200 Euro. Ich habe mit Werner und mit Manuel, die sind auch hier hinten dran, haben wir dieses Paket zusammengestückt und ich finde, das ist ein fairer Preis für das, was man hier geboten bekommt. Ihr könnt, wenn ihr da Fragen zu habt oder wenn ihr das Ganze auch buchen möchtet, gerne unter info@seafriendlyreef.com euch melden, dann können wir das Ganze in die Wege leiten, weil es gibt nichts Schöneres als das größte Aquarium der Welt, sich in echt anschauen zu dürfen. Wir reden hier von einem der Top 10 Tauchplätze für Korallen weltweit, direkt vor der Nase. Ihr könnt den ganzen Tag schnorcheln, ihr müsst nur aus diesem Zimmer hier rausgehen und seid quasi direkt schon mittendrin. Vielleicht ist das für den einen oder anderen wirklich die Möglichkeit, mal tiefer in die Materie, Meeresbiologie, Fische, Korallen einzusteigen, weil ich glaube, hier gibt es die Inspiration des nächsten Levels, kann man glaube ich sagen. Wenn es was für euch ist, meldet euch gerne. 1200 Euro bzw. 1200 Dollar kostet das Ganze für 12 Nächte. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wieder nächste Woche mit freshen Themen. Vielen Dank.